Geniale Neuigkeiten für alle Canva-Nutzer. Im brandneuen Canva Magic Studio findest du jetzt alle brandaktuellen KI-Tools von Canva an einem Ort vereint. Und im heutigen Canva-Tutorial verrate ich dir alle neuen Canva-Updates. Lass die KI in Canva ganze Videos, Präsentationen, deine Social-Media-Beiträge mit einem Klick automatisch erstellen oder nutze die neuesten KI-Tools in Canva zur absolut grandiosen Bildbearbeitung. Also log dich schon mal in deinen Canva-Account ein und wir schauen uns gemeinsam an, wo du diese Tools findest und wie du diese verwenden kannst. Du findest im Magic Studio von Canva jetzt die ganze KI-Power von Canva an einem Ort vereint. Alles, was du damit tun kannst. Und es gibt unterschiedliche Wege, wie du auf dieses Magic Studio zugreifen kannst. Einerseits findest du wahrscheinlich auf deiner Startseite ganz prägnant hier unsere neuesten Funktionen. Und dort werden dir schon die ganzen neuen Funktionen vorgeschlagen, die du auch direkt dann ausprobieren kannst. Und du siehst auch hier immer schön mit Krönchen gekennzeichnet, was eine reine Canva Pro-Funktion ist. Außerdem siehst du hier in der linken Menüleiste auch das Magic Studio. Das heißt, du kannst dort auch einfach einmal draufklicken und findest hier auch weitere Informationen, alle neuen KI-Tools und auch alten KI-Tools miteinander vereint, schön übersichtlich und kannst diese dort auch direkt ausprobieren und darauf zugreifen. Ein weiterer Weg ist, dass du einfach hier canva.com eingibst und einfach nur die URL Magic. Dann landest du auch auf der normalen Landingpage und siehst hier auch wirklich, was beinhaltet das Magic Studio von Canva. Soweit zu der Übersicht. Jetzt schauen wir uns an, wie kannst du diese neuen Funktionen nutzen und welche gibt es überhaupt? Du hattest ja bisher mit Canva Pro bereits die Möglichkeit, jegliches deiner Designs in ein anderes Format zu bringen. Und zwar zum Beispiel habe ich jetzt hier einfach mal ein Workbook aufgerufen. Du findest hier oben in der oberen Menüleiste hier mit einem Grönchen gekennzeichnet Magic Switch. Bisher hieß das Magic Resize. Du konntest hier eben, wenn du einmal draufklickst, dieses Workbook zum Beispiel mit einem Klick zu einem Pinterest-Pin, Instagram-Post, jegliches anderes Format in Canva verwandeln. Jetzt hat sich Canva hier aber noch viel mehr dazu ausgedacht. Und zwar, wenn du auf Magic Switch gehst, siehst du hier einerseits eine Suchleiste. Das heißt, du kannst hier nach wie vor sagen, ich möchte zum Beispiel aus dem Workbook jetzt einfach einen Pinterest-Pin machen, dann gibst du hier oben Pinterest ein, findest hier die unterschiedlichen Größenformate, kannst auswählen, welches Format es werden soll, gehst hier auf Weiter, das ist quasi schon die Herangehensweise, die du bisher bereits kennst und wählst dann natürlich im letzten Step dann aus, möchtest du eine Kopie erstellen in der geänderten Größe oder möchtest du das Originalformat komplett überspeichern mit dem neuen Größenformat. Was es aber jetzt hier Neues gibt, sind diese zwei Punkte. Du findest hier einmal den Punkt Übersetzen. Wenn du dort draufklickst, hast du jetzt die geniale Funktion zu sagen, du möchtest dein komplettes Workbook in meinem Beispiel übersetzen in eine andere Zielsprache. Du kannst das Ganze in unterschiedlichste Sprachen übersetzen. Ich habe jetzt hier ein englisches Workbook ausgewählt. Das heißt, ich würde jetzt sagen, ich möchte dieses Workbook einfach auch in Deutsch haben. Das heißt, ich gebe hier Deutsch ein und du kannst dann noch weiter auswählen, ob wirklich alle Seiten dann übersetzt werden sollen oder ob du möchtest, dass nur bestimmte Seiten übersetzt werden sollen. Auch hier hast du wieder die Möglichkeit auszuwählen, ob du das komplette Design überspeichern möchtest. Ich würde dir nicht dazu raten, geh hier einfach auf Übersetzen, denn dann erstellt Canva wirklich eine Kopie von deinem englischen Workbook ins Deutsche übersetzt und du hast beide Workbooks bei dir in deinem Canva-Account noch zur Verfügung. Was du auch tun kannst, und es ist auch brandneu, ist hier wirklich dein Design in ein Dokument zu verwandeln. Es gibt ja Canva Docs. Was Canva Docs genau sind, was du damit alles machen kannst, habe ich dir auch schon mal in einem ausführlichen Video vorgestellt. Ich verlinke dir das hier oben auch nochmals. Jetzt kannst du wirklich zum Beispiel dieses Workbook in ein Dokument verwandeln. Du klickst hier einmal drauf. Dann öffnet sich dieses Untermenü und dann hast du unterschiedliche Möglichkeiten. Was möchtest du denn jetzt die künstliche Intelligenz in Canva generieren lassen zu einem Dokument? Also zum Beispiel möchtest du eine Zusammenfassung von dem Workbook haben, den gesamten Text zusammenfassen lassen in einem Dokument, einen Blogpost draus basteln lassen oder eine E-Mail. Diese unterschiedlichen Auswahlmöglichkeiten findest du hier alle. Und ich möchte jetzt einfach als Teaser eine E-Mail passend zu diesem Workbook haben, denn ich sage zum Beispiel, ich möchte dieses Workbook später verkaufen. Ich möchte in meinem Newsletter auf dieses Workbook, das ich erstellt habe, zum Beispiel aufmerksam machen. Also klicke ich hier einfach auf E-Mail und gehe auf in Doc verwandeln. Und je nachdem, wie groß die Datei ist, die du hier in Canva erstellt hast, die Canva jetzt umwandeln muss, kann das durchaus ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen.
5 Stunden später. Ist Canva fertig, findest du dieses Untermenü, gehst hier einfach auf Doc öffnen und dann öffnet sich auch schon, je nachdem, was Canva generieren sollte, ein Canva-Dokument. Und in meinem Fall hat Canva jetzt hier wirklich aus diesem Workbook eine E-Mail gezaubert. Du siehst, es ist hier ein E-Mail-Text, den kann ich dann noch an meine Sprache anpassen, aufpeppen und so dann auch an meine Newsletter-Leser zum Beispiel rausschicken. Du möchtest in Canva Kurzvideos erstellen, zum Beispiel für deine nächsten Instagram-Reels, dann habe ich einerseits den Tipp für dich, schau gerne bei meinem Online-Kurs Video Quickstart vorbei und andererseits hast du natürlich in Canva hier wunderbare Animationsmöglichkeiten und auch eine neue Funktion, die ich dir jetzt zeigen möchte. Und zwar, ich habe jetzt hier zum Beispiel eine kleine Werbung erstellt für meinen Online-Kurs Video Quickstart und diese Seite möchte ich jetzt animieren, denn es soll zum Schluss ein Reel werden, das ich poste als Werbevideo für meinen Online-Kurs. In Canva findest du ja unterschiedliche Animationsmöglichkeiten. Im ersten Step klickst du hier einfach auf dein Design, welches du animieren möchtest und dann findest du hier oben den Button Animation. Dort, wenn du draufklickst, findest du hier jetzt ganz oben Magic Animate. Und zwar Magic Animate ist wirklich die Funktion jetzt, dass mit Hilfe von KI Canva erkennt, was ist die beste Animation für deine Seite und dir diese vorschlägt. Wenn du dort einmal draufklickst, dann rattert Canva etwas und es wird dir eben dann auch vorgeschlagen, welcher Stil wird hier wirklich empfohlen von der künstlichen Intelligenz. Bei mir siehst du hier zum Beispiel diese Digitalfunktion. Wenn ich dort mit der Maus drüber hovere, dann siehst du auch genau, wie diese Animation dann in meinem Design ausschauen wird. Und es werden noch alternative Stile vorgeschlagen, die du eben auch für dein Video verwenden kannst, beziehungsweise dein Design. Alles automatisch animiert mit Hilfe der KI in Canva. Eine richtig coole Funktion und das sorgt natürlich dafür, dass du noch viel schneller und einfacher kleine Videos in Canva erstellen kannst. Weitere coole Funktion in Canva ist Magic Morph. Du kannst quasi Text oder auch Elemente noch das Besondere etwas verleihen und ich zeige dir, wie das Ganze funktioniert. Ich habe jetzt hier bei mir zum Beispiel einen kleinen Icon, so einen Play-Button eingefügt und den möchte ich noch weiter aufpeppen. Unter dem Reiter Apps kannst du hier oben in der Suchleiste einfach mal Morph eingeben und dann siehst du schon, wird hier vorgeschlagen Magic Morph. Einfach mal draufklicken und das ist die App, nach der wir suchen. Das ist auch eine Pro-Funktion. Du siehst jetzt hier, es geht dann dieses Untermenü auf und stellst hier fest, auch welches Element du gerade ausgewählt hast und dann den besonderen Kick noch verleihen möchtest. In meinem Fall, ich klicke natürlich den Play-Button an und ich beschreibe hier ähnlich wie bei Text-to-Image, bei dieser KI-Funktion in Canva, kannst du hier wirklich beschreiben, wie soll dieses Objekt ausschauen. Ich habe mir jetzt hier mal schon was überlegt und reinkopiert. Also es soll wirklich ein glänzender Folienballon in Gelb mit einer Lichtreflexion werden und gehe jetzt hier einfach auf Magic Morph. Du siehst, hier gibt es auch unterschiedliche Beispiele, die du ausprobieren kannst für deinen Text oder auch für Elemente. Ich gehe jetzt hier einfach auf Magic Morph und dann siehst du, es wird wieder gerattert in Canva. Die KI in Canva generiert jetzt wieder 4 unterschiedliche Vorschläge zu meinem Text, den ich eingegeben habe. Das kann durchaus ein bisschen dauern. Und du siehst jetzt, was passiert ist. Das sind die 4 unterschiedlichen Vorschläge. Okay, die ersten 2 sind jetzt nicht wirklich brauchbar, denn da fehlt mir natürlich der Play-Button. Aber hier zum Beispiel, sowas kann man natürlich verwenden und das Coole ist, du kannst hier auch auf nochmal erstellen gehen und natürlich deinen Prompt, deinen Text, den du eingegeben hast, noch weiter verfeinern, damit natürlich auch die KI dir ein besseres Ergebnis ausspuckt. Die derzeitigen Bildbearbeitungsfunktionen sind ja schon der absolute Oberhammer. Die letzten Updates habe ich dir auch in meinem vorangegangenen Canva-Tutorial vorgestellt. Schau da auf alle Fälle vorbei. Aber was Canva jetzt an Neuerungen rausgehauen hat, das sprengt wirklich nochmal alles. Wenn du hier einfach dein Bild eingefügt hast und es einmal anklickst, findest du hier oben im Menü Foto bearbeiten. Dann öffnet sich dieses Untermenü und es gibt hier neu Magic Grab. Du siehst jetzt hier mit dem Krönchen gekennzeichnet, das Ganze ist nur für Canva Pro Nutzer zur Verfügung, hier in Canva. Falls du Canva Pro mal 45 Tage kostenlos austesten möchtest, schau gerne in der Videobeschreibung vorbei, dort findest du meinen Affiliate-Link. Du siehst, wenn du auf Magic Grab drauf gehst, dann wird das, ja, oder in dem Fall die Frau, in meinem Bild wirklich von dem Bild abgelöst. Ich kann diese Frau, die hier ursprünglich fest in meinem Bild verankert war, in dem Sinne einfach aus dem Bild rauslöschen. Ich kann sie woanders hin platzieren, wenn ich sage, sie soll jetzt hier vorne zum Beispiel stehen,
am Hügel und nicht mehr hier hinten. Ich kann die Frau austauschen. Ich kann so mehrere Bilder natürlich miteinander kombinieren. Oder ich könnte mich natürlich auch selber fotografieren, einfach hinstellen, eine ähnliche Pose machen. Ja, hier unter den Uploads ein Foto von mir dementsprechend hochladen, vom Hintergrund freistellen und das Ganze dann hier einfügen. Und schon habe ich diese coole Kulisse im Hintergrund und zum Beispiel mich selber dann im Foto eingefügt. Mit diesen neuen Bildbearbeitungsfunktionen in Canva hast du aber nicht nur die Möglichkeit, Personen oder Gegenstände aus einem Bild zu lösen, sondern sogar Text. Und zwar habe ich jetzt hier einfach einmal ein Foto eingefügt. Du siehst, hier steht Text drauf. Und wenn ich mir dieses Bild einmal anklicke, hier auch wieder auf Foto bearbeiten gehe, dann finde ich neben dem Punkt Magic Wrap auch Text extrahieren. Auch hier siehst du ein Canva Pro Feature. Und wenn du dort draufklickst, dann rattert Canva und erkennt einerseits den Text in deinem Bild und stellt diesen Text auch von dem Bild frei. Und du siehst, was passiert ist. Canva hat wirklich jetzt den Text aus dem Bild gelöst, hat eine ähnliche Schriftart verwendet. Du siehst sie hier oben und sogar die Farbe deines Textes entsprechend angepasst. Also könnte ich jetzt zum Beispiel hier reinschreiben, Zeit läuft ab. Und schon fällt niemandem mehr auf, dass das ursprünglich ein anderer Text war auf dem Bild. Richtig genial. Damit sind wir aber bei den Bildbearbeitungsfunktionen noch nicht am Ende angekommen. Du siehst jetzt hier, ich habe ein Hochkantformat gewählt, ähnlich wie ein Instagram Reel, Facebook Story Format. Und ich habe mir hier ein Bild eingefügt. Das ist ein ganz einfaches Foto aus der Canva Photo Library. Dieses Bild ist allerdings kein Hochkantformatbild. Und da haben wir dann immer das Problem, wenn wir das Ganze jetzt füllen wollen, dass wir natürlich entweder mit der rechten Maustaste draufklicken können und das Bild als Hintergrund festlegen können. Dadurch ändert sich aber natürlich auch der Bildausschnitt. Das Ganze wird natürlich dann näher dargestellt. Ich löse das jetzt vom Bildhintergrund nochmals und ich möchte jetzt Folgendes tun. Und zwar, ich möchte mir hier diese weißen Flächen oben und unten aber noch mit weiterem Bild ausfüllen. Und das funktioniert jetzt, indem wir das Bild einmal anklicken, auf Foto bearbeiten gehen und dann findest du hier Magic Expand. Und das sorgt dafür, dass quasi hier diese leeren Flächen oben und unten ausgefüllt werden. Ich kann jetzt hier das Kommando quasi geben, mach mir daraus ein 9:16 Bild. Also in dem Fall fülle mir hier wirklich die komplette Formatvorlage aus. Klicke hier auf Magic Expand und dann siehst du, was passiert. Canva rattert und füllt hier oben und unten dein Bild aus. Dein Bild wird sozusagen einfach erweitert mittels der künstlichen Intelligenz in Canva und du siehst jetzt hier zum Beispiel vier Vorschläge, aus denen du auch auswählen kannst. Das ist hier der Vorschlag 1. Du siehst, diese weißen Striche oben und unten sind verschwunden. Das Bild ist weitergeführt worden. Und hier hast du die Möglichkeit, dich an unterschiedlichen Vorschlägen, die hier Canva bringt, zu bedienen. Natürlich muss man ganz ehrlich sagen, das hier zum Beispiel, das passt überhaupt gar nicht in diese Vorlage mit rein. Da lernt die KI in Canva noch, aber zum Beispiel sowas könnte man schon hernehmen. Oder auch hier siehst du, wurde das Ganze mit einem Berg weiter ausgefüllt. Du gehst hier auf Fertig und wenn du sagst, hier unten, das gefällt dir nicht, was da noch eingefügt wurde, kannst du das Ganze natürlich hier in deinem Design noch weiter bearbeiten. Weitere Neuerung betrifft Canva Magic Write. Falls du Canva Magic Write noch nicht kennst, es ist ähnlich wie ChatGPT und Co. Du kannst direkt in Canva von der künstlichen Intelligenz Texte generieren lassen und diese auch direkt in dein Canva-Design einfügen. Du siehst jetzt hier, ich habe ein Canva-Dokument, ein Canva-Docs-Dokument aufgerufen und hier kann ich auf das Plus gehen, auf Magic Write, kann hier irgendeinen Befehl eingeben, einen Prompt, was mir die KI generieren soll und gehe auf Erstellen. Achtung, auch hier als Canva Free Nutzer kannst du das Ganze auch schon probieren, allerdings nur in einer begrenzten Anzahl. Als Canva Pro Nutzer hast du hier wesentlich mehr Möglichkeiten. Bisher war es so, dass es die einzige Möglichkeit mit Canva Magic Write zu arbeiten in Canva. Jetzt hat es hier aber eine Änderung gegeben und zwar deine Brand Voice kannst du jetzt hier auch hinterlegen. Wir machen es ja auch bei ChatGPT und Co. so, dass wir natürlich die künstliche Intelligenz mit so viel Informationen wie möglich über uns, unsere Brand Voice, unsere Marke füttern, damit natürlich auch die Ergebnisse, die die KI generiert,
so gut wie möglich zu uns passen. Ja, und das können wir jetzt auch in Canva tun, indem wir nämlich hier unter dem Reiter Markenunterlagen, hier auf der Startseite in Canva, findest du hier den Button Marke. Achtung auch hier, das ist ein Canva Pro Feature, wenn du den vollen Umfang des Ganzen nutzen möchtest. Und da findest du hier jetzt einmal die Markenstimme und kannst hier deine Brand Voice hinzufügen. Ich habe mir jetzt hier einfach mal einen Text zusammengebaut zu meiner Markenstimme und kann jetzt hier auf Speichern gehen. Dann ist das Ganze gespeichert und das Schöne ist, diese Markenstimme ist natürlich in deinen Markenunterlagen und selbst wenn du im Team zusammenarbeitest, haben natürlich die Teammitglieder dort auch Zugriff drauf. Und dann passiert quasi Folgendes, wenn wir jetzt wieder unser Dokument in Canva aufrufen und einmal refreshen, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, hier in der linken Menüleiste auf Marken zuzugreifen. Dort haben wir unsere bekannten Markenunterlagen abgespeichert und unter anderem auch die Markenstimme. Du siehst, das, was wir gerade hier wirklich auf der Startseite in unseren Markenunterlagen abgespeichert haben, unsere Brand Voice, die ist jetzt auch hier verfügbar. Und das Schöne ist, ich kann diese eben auch Canva Magic Write als Grundlage für die Generation der Texte mit an die Hand geben. Ich kann jetzt hier draufklicken, mit dieser Brand Voice generieren und dann weiß Canva Magic Write im Hintergrund schon, okay, soll das Ganze denn im Du- oder in Sie-Form geschrieben werden? Soll das Ganze vielleicht mit einem Witz gespickt sein? Ja, soll das Ganze humorvoll sein? Ist es eher persönlich? Das Ganze kannst du dort hinterlegen und schon hat die KI hier wirklich viel mehr Daten zur Verfügung, um passende Texte für dich und deine Marke zu generieren. Dass du mithilfe der künstlichen Intelligenz in Canva auch einen Text in ein Bild verwandeln kannst, das weißt du wahrscheinlich inzwischen. Ein ausführliches Canva-Tutorial hatte ich dazu auch schon mal gemacht auf meinem Kanal. Ich verlinke es dir hier oben nochmals. Es hat bei dem Ganzen jetzt ein Upgrade gegeben und zwar kannst du jetzt nicht nur deinen Text in ein Bild verwandeln, sondern du kannst deinen Text auch in ein Video verwandeln. Und zwar findest du das Ganze folgendermaßen, auch wieder unter dem Reiter Apps. Wenn du hier in der Suchleiste eingibst Magic Media, dann taucht hier diese App auf. Und dort, wenn du draufklickst, findest du jetzt hier einmal die bekannte Oberfläche Text to Image. Also hier gibst du dann wirklich ein deinen Text und welches Bild Canva generieren soll. Hier auch ein kleiner Hinweis, dir steht die Funktion auch als Canva Free Nutzer zur Verfügung, aber nur in sehr abgespeckter Form. Und hier unten siehst du auch immer, wie oft du diese Funktion noch verwenden kannst im Abrechnungsmonat von deinem Canva-Account. Außerdem findest du jetzt hier eben ganz neu den Reiter Videos. Du siehst es hier auch mit neu gekennzeichnet und je nachdem, ob bei dir in deinem Canva-Account das Ganze schon ausgerollt ist oder nicht, siehst du dann entweder jetzt hier den Hinweis in Kürze, wir veröffentlichen Text-to-Video schrittweise, du wirst bald schon zur Premiere eingeladen. Also da darfst du gespannt sein, beobachte das gerne in deinem Canva-Account, denn du kannst dann zukünftig eben, wie gezeigt, nicht nur einfach einen Text in ein Bild verwandeln, sondern wirklich auch in ein Video. Wie genial ist das denn bitte? Weitere coole KI-Funktion, die natürlich nicht fehlen darf, ist Magic Edit. Kennst du vielleicht schon? Canva hat jetzt hier das Ganze eingeführt, dass du bestimmte Bereiche in deinem Bild überpinseln kannst und ersetzen kannst durch etwas anderes, ein anderes Objekt. In meinem Fall zum Beispiel möchte ich diese Rose ändern in dem Bild. Also kann ich einfach das Bild einmal anklicken, finde hier Foto bearbeiten und hier Magic Edit. Alle Nutzer in Canva können das Ganze 100-mal am Tag nutzen für ihre Bilder. Und ich kann jetzt hier mit dem Pinsel genau den Bereich überpinseln, den ich gegen etwas anderes ersetzen möchte. Ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, okay, diese Rose soll ersetzt werden. Ich gehe hier auf Weiter und ich möchte, dass die Rose jetzt eine andere Farbe hat und sage jetzt hier gelbe Rose zum Beispiel. Gehe auf Erstellen, werde hier natürlich so konkret wie möglich. Und du siehst, unsere Rose wurde jetzt in unserem Beispiel von dieser Rosé-Rose gegen eine gelbe Rose ersetzt. Ich kann aber auch natürlich sagen, es soll keine Rose sein, es soll eine Sonnenblume sein oder irgendwas anderes. Das kannst du hier wirklich selber genau bestimmen. Wenn du sagst, okay, das passt für mich, dann gehst du hier auf Fertig und das Ganze ist wirklich ein Bild und du kannst es natürlich weiterverwenden. Canva KI-Funktion, die wirklich alle Ketten sprengt, ist Magic Design. Kleiner Haken daran, die Funktion ist derzeit lediglich englischsprachig verfügbar, aber damit du in deinem Canva-Account auch Zugriff darauf hast, zeige ich dir jetzt einen kleinen Hack. Und zwar, du kannst hier oben auf der Startseite unter dem Einstellungsbutton immer einstellen, welche Sprache soll dein Canva-Account haben. Und ich habe jetzt hier bei mir als Language
Englisch ausgewählt. Also switche einmal von deinem deutschen Account auf einen englischen Account und dann wirst du bei dir automatisch auf der Startseite hier unter anderem Magic Design finden. Und dort klickst du einmal drauf und kannst hier Magic Design ausprobieren. Canva sagt dir ja auch schon, um was geht's genau. Gehst hier einfach auf Try Canva Magic und dann kannst du hier eingeben, wirklich in der Suchleiste, die wir ja sonst auch schon nutzen können in Canva, einfach wirklich, was beschreibt dein Design? Was möchtest du erstellen? Ich möchte zum Beispiel einen Instagram-Beitrag für meinen Online-Kurs erstellen, also kann ich eingeben, Instagram Post Online Kurs. Natürlich auf Englisch, weil wie gesagt, die Funktion ist an sich in Englisch verfügbar und da kommen natürlich dann auch die besten Ergebnisse. Danach gehst du einfach auf die Enter-Taste und dann öffnet sich diese Seite automatisch in Canva, wo du ganz oben gleich siehst, Instagram Post Online Kurs Templates, Magic Design, das Ganze ist neu und du siehst auch hier mit Krönchen gekennzeichnet. So, hier siehst du, was uns Canva bzw. die KI generiert hat. Das sind alles Templates, die du jetzt nutzen kannst, eben zur Promotion zum Beispiel von deinem Online-Kurs als Instagram-Beitrag. Hier kannst du noch weiter ausselektieren. Ja, du siehst hier auch alle möglichen Filter, die du eingeben kannst. Was soll es werden? Hier kannst du dann auch noch Medien auswählen. Das heißt, du kannst entweder sagen, du nimmst quasi einen Medium, ein Bild von dir, das in Canva schon hochgeladen ist. Ich kann jetzt hier einfach mal ein Bild von mir auswählen, das in Canva schon verfügbar ist. Oder du kannst natürlich hier auch Choose File gehen und von deinem Laptop dann einfach ein Bild auswählen. Gehst hier auf See Results und dann siehst du eben, dann rattert Canva wieder ein bisschen. Und in die vorhandenen Templates wird automatisch dein Bild eingefügt. Wie genial ist das denn? Aber damit sind wir noch lange nicht am Ende, sondern du siehst hier noch eine weitere Möglichkeit und zwar Brand. Und da haben wir wirklich Zugriff auf unsere Markenunterlagen, die wir hinterlegt haben in Canva. Die kompletten Markenunterlagen zu hinterlegen erfordert auch einen Canva Pro Account. Wenn du hier auf Brand gehst, dann siehst du eben die unterschiedlichen Brand Markenfarben, die du hinterlegt hast, beziehungsweise kompletten Designs in deinem Brand Hub, wirklich von Schriftart bis hin zu den unterschiedlichen Markenfarben. Und wenn du dort draufklickst, dann werden die Vorlagen wirklich auch auf dein Markendesign angepasst. Du siehst jetzt hier, die Schriftart hat sich geändert in meine Markenschriftart, meine Bilder sind eingefügt und es ist auch wirklich mein Farbdesign verwendet worden. Magic Design gibt es aber nicht nur für normale statische Beiträge, sondern sogar auch für deine Videos. Ganz wichtig, auch hier wieder, das Ganze ist nur im englischsprachigen Raum verfügbar. Wie ich dir gezeigt habe, stell einfach deinen Canva-Account auf Englisch um. Hier unter dem Bereich Videos wählst du dann bitte einfach irgendein Videoformat aus. Ich bediene mich jetzt hier einfach an dem Smartphone, Hochkant-Videoformat. Und dann siehst du schon, in dem Canva Video Editor wirst du hier unter dem Bereich Designs ganz oben prägnant diesen neuen Button finden. Und du siehst jetzt hier schon Generate Videos Instantly. Du kannst hier wirklich schnell und einfach Videos generieren lassen von der künstlichen Intelligenz in Canva. Einfach einmal draufklicken und dann siehst du, landest du in deinen Video und auch Foto Uploads. Also alles, was du in Canva hochgeladen kannst, kannst du hier auswählen. Wähle hier mindestens 3 unterschiedliche Videos oder Fotos aus, bis maximal 10, aus denen du ein Video erstellen möchtest. Ich wähle jetzt hier einfach mal irgendwelche Videos, Fotos aus, damit du sehen kannst, wie das Ganze funktioniert. Und du siehst dann, wenn du 3 ausgewählt hast, erscheint nämlich hier unten auch dieser Button, beziehungsweise du kannst hier dann wirklich genau beschreiben, welches Video soll erstellt werden. Ich gebe jetzt hier einfach ein, 3 Tipps for Online Business. So, geh hier auf Generate. Dann dauert es einen kurzen Moment. Und Canva generiert mir wirklich das komplette Video mit Text-Overlays, mit den Fotos und Videos, die ich ausgewählt habe und sogar mit Übergängen und einer Musik. Du siehst jetzt hier, ja, das ist hier die Startseite. Das hat er jetzt alles komplett selber gemacht, die einzelnen Seiten eingefügt. Und ich kann natürlich den Text und alles auch noch entsprechend anpassen. Ich kann jetzt hier auf Play gehen, so wie das Ganze Animationen hinterlegt, dass mein Foto gezoomt wird. Er hat mir Übergänge hinzugefügt. Er hat mir hier Text eingefügt
schon in mein Design. Natürlich werde auch hier wieder so konkret wie möglich bei der Texteingabe, damit die KI natürlich genau weiß, was generiert werden soll und somit natürlich auch das Endergebnis wesentlich besser ist. Du siehst jetzt hier da schon unterschiedliche Tipps draufgeschrieben, hat mein Video verwendet, Übergänge hinzugefügt und zum Schluss auch noch automatisch mein Logo eingefügt. Und dem Ganzen wurde auch schon eine Musik hinterlegt. Also du siehst, Videos zu erstellen wird wirklich immer, immer einfacher. Wenn du wissen willst, wie das Schritt für Schritt funktioniert, dann schau gerne bei meinem Online-Kurs Video Quickstart mit Canva vorbei. Magic Design findest du nicht nur für zum Beispiel Instagram-Beiträge, deine Videos, sondern sogar auch für Präsentationen, die du in Canva erstellst. Aber auch hier wieder der Hinweis, derzeit lediglich englischsprachig. Wenn du hier auf der Startseite auf Presentations gehst und hier auf deine Präsentation 16:9, der Klassiker für deine Präsentationsformate, dann öffnet sich ja die bekannte Designoberfläche in Canva. Und jetzt hast du die Möglichkeit hier, du siehst es, die Suchleiste hat sich etwas verändert. Neben der Lupe siehst du jetzt hier noch diese zwei kleinen Sternchen und das sind auch der Hinweis dafür, dass dahinter auch quasi die Magie von Canva steckt. Du kannst hier einen Prompt eingeben, was möchtest du für eine Präsentation erstellen und somit auch Magic Design für Presentations nutzen. Ich werde mich jetzt hier einfach mal daran bedienen, und zwar ich möchte so einen kleinen Rückblick machen, einen Jahresrückblick. Was war dieses Jahr, was lief gut, was lief schlecht, und gebe hier deswegen diesen Prompt ein. Und dann siehst du schon, was passiert. Canva rattert etwas. Und bei den Templates, die nun generiert werden, anhand von dem, was du hier oben in der Suchleiste eingegeben hast, werden dir jetzt hier via Magic Design unterschiedliche Designs vorgeschlagen, die du nutzen kannst. Du siehst auch hier wieder mit Grünchen gekennzeichnet und als Beta-Testversion. Also das ist alles noch in der Testversion, wird weiter verbessert. Also wundere dich nicht, wenn da hin und wieder mal einfach ein Bug auftaucht. Da lernt Canva noch weiter. Hier hast du die Möglichkeit, Medien einzufügen. Einerseits, wie ich dir auch schon gezeigt habe, bei Videos und so, dass du hier auch wirklich Fotos von dir, die du schon in Canva drin hast, verwenden kannst und auswählen kannst, aber auch Videos. Dann hast du hier noch den Button Brand. Das heißt, du wählst natürlich im besten Fall dann auch deine Brandfarben aus, die du in deinem Brand Hub eingerichtet hast. Und dann siehst du schon, wie sich die Vorlagen verändern, die hier mit Hilfe der künstlichen Intelligenz in Canva generiert worden für dich und dein Design. Das Ganze wird jetzt angepasst an deine Markenfarben und natürlich auch an deine Markenschriftart. Wenn du hier draufklickst, dann siehst du die unterschiedlichen Seiten, die generiert wurden. Das sind jetzt 7 unterschiedliche Seiten, die du zum Beispiel dann auch verwenden kannst für dein Design und natürlich weiter anpassen kannst. Du kannst die Bilder weiter austauschen, du kannst den Text weiter austauschen, aber so hast du schon eine Präsentationsgrundlage, die an sich schon mal zu deinem Thema passt und natürlich erstmal auf dein Branding schon angepasst ist. Was du jetzt hier schon siehst, ich habe zwar ein Bild von mir ausgewählt, das wurde aber hier nirgendwo eingefügt. Das scheint noch ein Bug zu sein. Also da befinden wir uns halt einfach wirklich noch in der Beta-Test-Version. Wie findest du diese neuen KI-Tools in Canva? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Möchtest du die volle KI-Power in Canva ausprobieren, dann schnapp dir gleich meinen Affiliate-Link, mit dem du Canva Pro 45 Tage kostenlos austesten kannst. Ganz viel Spaß damit und ich hoffe, wir hören und sehen uns nächsten Montag. Tschüss!